Du bist soweit. Heute bei uns zu Gast Steffen Jung. Hallo. Hi. Du bist Sänger, hast 900 Abonnenten auf YouTube. Am besten stellst du dich mal selbst vor. Ja, ich bin Steffen Jung, bin Lehrer, ich bin Musiker und lebe für die Musik. Was unterrichtest du? Musik auch. Ich bin auch Musiklehrer. Okay, ja. Was für ein Lehrer? Für Gemeinschaftsschule. Mhm. Also ich bin Musik- und Religionslehrer an einer Gemeinschaftsschule in Beckingen momentan. Okay, gut, dann jetzt werde ich nervös, wenn hier ein Lehrer gegenüber sitzt. Ach. Ja, woher kommt denn deine musikalische Ader? Machen irgendwie deine Eltern Musik? Also mein Vater ist Musiker und hat mir mit 5 eine Gitarre in die Hand gedrückt und dann wurde mir das quasi schon sozusagen in die Wiege gelegt. Mhm. Und das ging dann so weiter. Ich habe angefangen, andere Instrumente zu spielen, Bass, Schlagzeug, habe irgendwann auch angefangen zu singen und habe dann irgendwann auch eine Ausbildung zum Gitarristen gemacht, mhm, an der Popakademie und habe dann irgendwann als Zivildienst habe ich ein Musikprojekt quasi ins Leben gerufen, wo sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche Instrumentalunterricht von mir bekommen haben und selbst mal einen Unterricht zu kennenzulernen und die sich das jetzt so mal normalerweise nicht leisten können. Und es sind dann Bands entstanden und ja, es war ein super Projekt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will Musiklehrer werden. Das ist eine super Sache. Das macht dich bestimmt auch stolz, wenn du dann quasi so diese Bands erschaffst. Ja, es ist einfach, also Musik ist eine unheimliche Kraft. Und ich kenne wenige Dinge, die so viel bewegen können. Musik kennt keine Sprache, gerade jetzt heute in der Gesellschaft, wo der kulturelle Aspekt auch eine große Rolle spielt, ist das, finde ich, eine super Sache, wo man auch in der Schule mit aufbauen kann. Du hast dich entschieden, Musiklehrer zu werden, aber wie kommt man denn jetzt darauf, so selbst Musik zu machen, also selbst Sänger zu werden auch? Man kommt ja irgendwann, wird mal älter, dann ist es cool, E-Gitarre zu spielen und zu singen. Und dann haben wir die ersten Bands in der Schule gegründet. Das waren dann Coverbands. Und irgendwann habe ich angefangen, habe so meine eigene Idee mal versucht, in Songs zu bringen. Und habe gedacht, dass das ganz gut funktioniert. Und habe dann, mit 15, 16 habe ich dann angefangen, wirklich mal intensiv eigene Songs zu schreiben. Und da hat sich mittlerweile einiges entwickelt. Ja. Okay. Reden wir mal speziell über deine Musik. In welche Richtung würdest du die denn einordnen? Also ich lege mich ungern fest, aber es geht eindeutig in Pop, in Popmusik, Pop, manchmal mit Rock-Elementen. Hab auch im Gesang manchmal teilweise Elemente aus dem Hip-Hop mit dabei, wo ich mal so ein bisschen was rhythmisch spreche, aber generell ist es schon Popmusik. Mhm. Ja. Hast du musikalische Vorbilder? Ja, aber die gehen eigentlich in eine ganz andere Richtung. Okay. Also ich bin eher so, ich liebe Gitarristen, bin auch ein Fan von Mark Knopfler, von Dire Straits. Und ansonsten in der deutschen Szene bin ich ein unglaublicher Fan von Udo Lindenberg. Den finde ich einfach super Typ, super authentisch und seine Texte mag ich auch. Und auch viele Singer-Songwriter im deutschen Bereich, wo ich denke, das ist ganz okay. Mhm. Auch viele Unbekannte. Du hast einen eigenen Song. Um was geht's denn da genau? Welchen meinst du? Ich habe mehrere Songs. Also sagen wir mal den neuesten. Der neueste heißt Losziehen. Ist gerade mit Musikvideo neu erschienen. Und im Song geht's um tiefe Freundschaft. Es geht darum, jemanden zu haben, der immer für jemanden da ist und jemanden auch in ganz schwierigen Situationen, die man ja manchmal mal reingerät, da rausnimmt. Und wir haben dazu auch ein Musikvideo gedreht, lohnt sich das zu gucken, haben dann überlegt, wie wir das so ein bisschen szenisch gestalten können, sind dann in ein Hotel gegangen, ein abgelegenes Hotel, betreten verboten, haben dann die Genehmigung bekommen und haben dann dort gedreht und quasi filmisch so einen Drogenabsturz szenisch umgesetzt, wo dann jemand nachher kommt und den rausnimmt. Also, coole Idee. Lohnt sich zu gucken. Ja, okay. Ist auch auf deinem YouTube-Kanal. Genau. Okay. Losziehen heißt das. Wie heißt du da auf YouTube? Steffen Jung. Okay, also dein normaler Name. Genau. Hast du jetzt auch demnächst mal ein Album geplant? Album ist geplant. So viel vor, wird es heißen, kann man schon mal sagen.
Der Song So viel Feuer ist auch mit dabei, ist so quasi momentan, würde ich sagen, mein Aushängeschild. Also wenn man schon mal was von mir gehört hat, dann meistens den Song So viel Feuer schon mal. Ja, das wird das Album. Nächstes Jahr, ich versuche es bis zum Mitte nächstes Jahr, ist so die Planung momentan. Okay. Was sind jetzt so deine nächsten Pläne? Also die Pläne gehen, ich nehme Musik auf und wenn man das hört, hört man dann, dass das ja nicht alleine geht. So, und ich will das auch live auf die Bühne bringen und da ist der Plan quasi jetzt das Album und nächstes Jahr dann auch mit Liveband das Ganze mal ein bisschen auf die Bühne zu bringen. Okay, cool. So, ich habe jetzt hier ein Spiel vorbereitet, das heißt Entweder oder. Also du bekommst ein paar Fragen und du musst eigentlich so kurz wie möglich antworten, aber es auch auf den Punkt bringen. Okay. Bist du bereit? Bereit. Okay, Batman oder Joker? Joker. Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Kaffee oder Energy Drink? Kaffee. Morgens gute Laune oder Mordlust? Mordlust. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Schoko oder Vanille? Schoko. Bier oder Wein? Bier. Schwitzen oder frieren? Frieren. Mac oder Windows? Mac. Computer oder Konsole? Computer. Konzerte oder Festivals? Konzerte. Kino oder Netflix? Kino. Gras oder Alkohol? Alkohol. Gut, Steffen Jung bei uns im Interview. Ja, vielen Dank.